Und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich eben auch die Erfahrung habe als Mutter eines Kindes, dem es in bestimmten Phasen in der Schule nicht gut ging. Und dann ist man ja oft geneigt zu schauen, oh, mein Kind funktioniert nicht richtig, was habe ich falsch gemacht? Und dann brauchen auch Eltern Ermutigung, Stärkung, dass sie ihrem eigenen Gefühl vertrauen können und nicht das Kind sozusagen die eigenen Sorgen auf das Kind abladen, was für das Kind ja dann eine große Belastung sein kann. Und da gibt es auch einen wunderschönen Text. Liebe Eltern, habt Vertrauen, dass eure Kinder stärker sind, als ihr euch vorzustellen vermögt. Eure Kinder haben diese Zeit des Erwachens der Erde bewusst gewählt. Sie haben es auf sich genommen, euch zu erinnern daran, was wesentlich ist im Leben. Sie haben sich viel vorgenommen und oft vergessen sie im Korsett eures Alltags, was sie hier wollten. Dann ist es an euch, sie zu erinnern, indem ihr euch selbst daran erinnert, dass sie einzigartige Wesen sind, mit einem einzigartigen Potenzial und dass sie sich eine Aufgabe für dieses Leben vorgenommen haben, die es zu finden gilt, unabhängig von Schulabschlüssen, anerkannten Titeln, geforderten Leistungen und unabhängig von euren Erwartungen an sie. Erinnert sie daran und macht ihnen Mut, wenn sie nicht ins System zu passen scheinen, wenn man sie als Versager abstempeln will. Ermutigt sie, ihren eigenen Weg zu gehen, der Stimme ihres Herzens zu folgen, ihr eigenes Potenzial zu leben. Ermutigt sie, sie selbst zu sein, unabhängig von der Meinung der anderen, und lasst sie fühlen, dass sie die Kraft haben, ihren eigenen Weg zu gehen, zum Wohle des Ganzen. Denn jeder hat seine besonderen Gaben, die er der Welt zu geben hat. In diesem Sinne wünsche ich allen Eltern die Ermutigung, immer wieder zu schauen, was stimmt, was fühlt sich gut an, was nicht, und den Kindern den Raum zu geben, dass sie wirklich sie selbst sein können, auch wenn das für uns Eltern manchmal eine Herausforderung ist. Die Kinder haben bestimmte Dinge mitgebracht und sie brauchen nur den Raum, vielleicht das Gießen und Bewässern, aber nicht im Übermaß, damit sie wachsen und gedeihen können und ihr Potenzial auch entfalten können. Mir ist aufgefallen bei unserem Sohn mal, der mit seiner Hochbegabung eher nicht so funktionieren konnte, wie man das so gerne hätte vom System, ist mir aufgefallen, habe ich irgendwann gemerkt, mein Gott, du vermittelst deinem Kind aus der Sorge, wie soll das werden, vermittelst du ihm, du bist nicht in Ordnung. Das Schlimmste, was ich ihm antun kann. Und dann gemerkt, das muss ich sofort ändern. Der ist so in Ordnung, wie er ist, unabhängig davon, welchen Weg er geht. Ich habe als Mutter oder wir als Eltern haben dafür zu sorgen, nach unseren Möglichkeiten, diesen Weg ihm zu ermöglichen und eventuell Dinge im Außen zu verändern. Das braucht wiederum Mut und auch Inspiration. Und dann hilft es, sich zusammenzutun, um nicht allein dazustehen. Aber das Allerwichtigste, was wir unseren Kindern geben können, ist das Vertrauen, dass sie vollkommen in Ordnung sind, dass sie wert sind, weil sie sind, und dass sie die Kraft haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich hoffe, das war ein bisschen ermutigend.